Mechthild schreibt, im Pflegegutachten steht schriftlich, dass meine Tochter mindestens zweimal die Woche nachts kommt und dann auch Atemübungen mit mir macht. Aber Punkte habe ich dafür unter häusliche Therapiemaßnahmen nicht bekommen. Die Therapie hätte angewiesen sein müssen von aus einer Heilmitteltherapie heraus. Das heißt, wenn deine Logopädin dir bestätigt hat, dass du da solche Atemübungen machen sollst, dann hätte das gewertet werden müssen. Du musst dann aber natürlich auch begründen, warum du dabei dann Hilfe benötigst. Also der MDK sagt dann gerne, würde es nicht ausreichen, dass du dir einfach einen Wecker stellst und in dem Augenblick dir nachts einen Wecker stellst und dann wach wirst und Atemübungen machst. Und da wäre dann kein Unterstützungsbedarf notwendig. Das heißt, hier musst du dann begründen, warum das nicht ist. Zum Beispiel musstest du dann vorher irgendwie abgeholt werden, weil du irgendwie aus dem Albtraum mit einer Panikattacke quasi wach geworden bist und musst du dann vielleicht erstmal aktiv beruhigt werden. Und auch dann, weil du einfach von dem Kopf her, von der Konzentration her ganz woanders bist, musst du dann darauf aktiv aufmerksam gemacht werden, dass du dann die Atemübungen machen sollst. Also auch theoretisch kann ja auch eine psychisch-funktionelle Ergotherapie, die dann halt eher so die psychische Komponente betrachtet, die kann das ja auch in dem Augenblick angeordnet haben. Und da musst du aber halt begründen, warum du dann da nicht dran denkst. Das kann halt entweder körperliche Gründe haben oder halt psychische Gründe, dass du halt einfach nicht in der Lage bist, in dem Augenblick an diese Techniken, an die Anweisungen aus der Heilmitteltherapie heraus zu denken. In dem Augenblick empfehle ich dir, weil der MDK bei der Psyche einfach immer rechtswidrig handelt oder zumindest in sehr, sehr vielen Fällen, um das Ganze ein bisschen differenzierter auszudrücken. Darum empfehle ich dir da, dass du dir die Anweisung aus der Ergotherapie oder von der Logopädin schriftlich geben lässt und dann noch von einem anderen Arzt dir schriftlich geben lässt, wieso du das nicht selber kannst. Diese Anweisungen, die legst du dann dem Psychiater zum Beispiel vor, so mache ich das, und sage meinem Psychiater, ich kann aufgrund meiner aufgrund meines Aufmerksamkeitsdefizits, also ich habe ja ADHS, aufgrund meines Aufmerksamkeitsdefizits kann ich in dem Augenblick, wo ich das machen soll, laut der Ergotherapie, nicht umsetzen. Und das hat er mir dann schriftlich gegeben. Da haben wir auch in unserer wichtigen Linkliste, haben wir da unter Pflegegrad Unterstützungsbedarf ärztlich bestätigen lassen. Und da habe ich halt meine Anweisungen aus meiner Ergotherapie meinem Psychiater vorgelegt und er hat mir daraufhin bestätigt, dass ich das nicht selber kann. Und dadurch habt ihr dann das Ganze schriftlich. Und dann habe ich in der wichtigen Linkliste ganz weit unten ein Gesetz, einen Absatz aus dem Gesetz rausgenommen. Ich weiß gerade nicht mehr, was für ein Gesetz das ist, aber auch nochmal aus den GKV-Richtlinien zitiert. Und zwar ist der Gutachter verpflichtet, gemäß einem Gesetz und gemäß den GKV-Richtlinien, dass er bei Unklarheiten zum Unterstützungsbedarf euren Arzt Stimmt. kontaktieren muss. Ja. Und da ist dann halt dieses Schreiben, was ich da dann vorbereitet habe, also das könnt ihr euch dann einfach rauskopieren aus der wichtigen Linkliste. Dieses Schreiben könnt ihr dann einfach ausdrucken, den Namen von eurem Arzt reinschreiben, den ich als Freitext drin gelassen habe, und dann dem Gutachter vorlegen. Und zwar schreibt ihr dann, lieber MDK-Gutachter oder allgemein lieber Gutachter, ich habe hier von meinem Arzt schriftlich bestätigt bekommen, dass ich einen Unterstützungsbedarf habe. Solltest du trotzdem daran Zweifel haben, möchte ich dir hiermit die Möglichkeit geben, den Paragraph so und dem und beziehungsweise auch, wie es in den GKV-Richtlinien unter Punkt da und da und da und da steht, meinen Arzt zu kontaktieren. Das ist in dem Augenblick, wo Unklarheiten bestehen. Und die bestehen ja eindeutig, wenn du der ärztlichen Bestätigung widersprichst, dass du dann meinen Arzt kontaktieren darfst und zu meinem Unterstützungsbedarf Auskunft erhalten kannst. Und ich habe noch nie erlebt, dass der MDK die Ärzte angeschrieben hat und gefragt hat nach dem Unterstützungsbedarf. Noch nie habe ich das erlebt, weil die da keinen Bock drauf haben, weil die einfach das Ding so schnell wie möglich wieder zurück zur Krankenkasse schicken möchten. Und in dem Augenblick haben die da keinen Bock drauf. Und das bedeutet, wenn ihr dem das vorlegt, also einmal die schriftliche Anweisung, sodass es da keinen Widerspruch mehr geben kann,
und danach diesen Brief mit der Freigabe der Entbindung der ärztlichen Schweigepflicht, muss der MDK den Arzt kontaktieren. Und dann hat er da aber natürlich keinen Bock drauf. Das heißt, ihr habt eine ganz, ganz hohe Hürde ihm eingesetzt, die er erstmal überspringen muss, wenn er diesem Arztbrief, also dieser ärztlichen Bestätigung, widersprechen möchte. Und darum gehe ich ganz fest davon aus, dass sie es in dem Augenblick einfach gar nicht machen, sondern dass sie in dem Augenblick dann einfach sagen, ja, okay, dann akzeptiere ich das jetzt halt so, wie du es hier hingeschrieben hast. Toll, super, hast du ja toll gemacht, dass ich hier kaum noch irgendwie eine Handhabe gegen dich habe, um dich irgendwie, um deinen Rechtsanspruch nicht akzeptieren zu können. Genau, das ist dann halt eine sehr schöne Möglichkeit.